In der Rettungswache des DRK geht der nächste Notruf ein. Noch ahnen die Notfallsanitäter David und Michael nicht, dass sie dieses Mal gleich doppelt gebraucht werden. Wir sind alarmiert als Notarztwagen mit Sonnenwegerechten zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Es handelt sich um einen bewusstlosen Patienten und wir haben eine grobe Richtungsangabe. Aber das ist alles so ein bisschen diffus. Kann sein, dass wir da jetzt auch den Patienten erstmal suchen müssen. Wenn wir den Einsatzort nicht direkt finden, ist natürlich gerade bei einem bewusstlosen Patienten sehr, sehr schwierig, weil eben die Bewusstlosigkeit als solche schon primär mal gesundheitsbedrohlicher bzw. kritischer Zustand ist. Außerdem ist unklar, warum der Mann bewusstlos ist. Es kann sich um einen Schlaganfall oder Herzinfarkt handeln. Hier runter, oder? Ja. Nee, zweite. Nach 4 Minuten erreichen sie den Hauptbahnhof. Doch damit fangen die Probleme erst an. Wir hatten als Zusatz quasi zum Einsatzort nur, dass es bei der, beim SSB-Kundenzentrum sein sollte. Das Problem ist aber, aufgrund der Umbaumaßnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof ist das Kundenzentrum schon mehrfach umgezogen. Und den letzten Stand, den ich hatte, war halt, dass es noch unterirdisch ist. Und dann sind wir halt dementsprechend angefahren, wo es halt meines Wissens nach ist. Wir nehmen letztendlich alles mit, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Und wir wollen auf alles vorbereitet sein. Aber erstmal müssen David und Michael den bewusstlosen Patienten finden. Das SSB-Kundenzentrum ist hier eigentlich in dem Bereich. Alles Kundenzentrum ist doch nicht hier. Doch. Zumindest war es das immer. Ich gehe hinten rum. Ja. Gerade bei so unübersichtlichen Orten. Es ist so, dass wir auch mal uns trennen, einfach, dass wir halt mehrere Gebiete in einer schnelleren oder kürzeren Zeit absuchen können. Also hier ist SSB-Kundencenter. Scheiße. Dann ist oben. Ja, weil da hinten gibt's eins, am Rote Bühlplatz gibt's eins und oben gibt's eins. Dann haben die das da hinten zugemacht. Ah. Ja, dann gehen wir hier jetzt hoch. Also das passiert häufiger, gerade an öffentlichen Plätzen, wo es mehrere solche Bereiche gibt, dass wir Patienten dann auch erstmal nicht finden, weil da auch die Anrufer meistens nicht so firm sind, was jetzt die Beschreibung der Einsatzörtlichkeit angeht, dass man da dann unter Umständen einfach mal ein bisschen suchen muss. Oben am Busbahnhof werden sie endlich fündig. Der Notarzt Julian Allerborn und sein Fahrer sind zum Glück schon da. Wir waren bei dem hinten, unten. Wir waren bei dem unten, deswegen. Halt! Nee, nicht anlangen. Kommen Sie mal bitte ein Stückchen zurück. Vorsicht! Nein, mal da hinstellen, bitte. Ich wollte bewusstlos. Also oben beim Patienten dann angekommen, haben wir einen Patienten auf dem Boden liegen vorgefunden und einen Kumpel oder Freund, der sich auch noch immer wieder in die Situation eingemischt hat, während der Notarzt versucht hat, den Patienten mal erst zu untersuchen. Mal Max? Ja, okay. Ich würde mal schön das Auto holen. Der hat gerade hier einmal ganz groß rumgeboxt. Also gerade, dass der Freund oder Kumpel von dem Patienten einen angetrunkenen Eindruck gemacht hat und auch nicht mehr so gang- und standsicher war, versuchen wir auch, die Leute dann aus dem Umfeld zu entfernen, weil sie sich a selbst verletzen können, uns oder halt auch noch den Patienten, wenn sie halt fallen oder stürzen. Ich gehe mal kurz das Auto holen, ja? Dann laden wir ein. Das dauert halt kurz ein paar Sekunden. Wenn du über die Königstraße fährst, da sind wir jetzt auch reingefahren, beziehungsweise vorne kommst du ja auch rein. Wo geht ihr denn? Ja, hinten rum. Ich komme hier geschwind her. Ist relativ unklar. Das sind Bewusstlose oder nahezu Bewusstlose. Deswegen gehe ich jetzt schnell das Auto holen. Der Mann muss sofort in eine Klinik. Doch immer wieder stört der angetrunkene Freund die Arbeit der Rettungskräfte. Wird die Situation eskalieren? Zu einer bewusstlosen Person am Hauptbahnhof gerufen. Was genau der hilflose Mann hat, ist noch unklar. Der angetrunkene Freund des Patienten erschwert die Arbeit der Rettungskräfte. Gehen Sie bitte mal ein bisschen zurück. Ja, okay. Die Situation kann jeden Moment eskalieren. Zum Glück trifft kurz darauf die Polizei ein. Hallo, vielleicht wegen Ihnen so ein klein bisschen. Ja, das ist ein bisschen also, unleidig. Er ist wohl der Bruder. Im Verlauf ist auch die Polizei im Rahmen von einer Fußstreife vorbeigekommen.
Und die haben dann den Freund des Patienten so ein bisschen beschäftigt, was für uns sehr, sehr gut war, weil wir einfach eine Sorge weniger hatten. In der Zwischenzeit ist Michael unterwegs zum Einsatzort. Naja, also vom Prinzip ist es jetzt ganz wichtig, dass wir den Patienten von der Straße kriegen und dass wir eine ruhige Umgebung haben, dass wir den Patienten dann auch ordentlich untersuchen können und nicht mehr gestört werden von extern. Das ist jetzt das Wichtigste und dass wir uns ein schnelles Bild über den Zustand machen können. Dann entdeckt David einige Unterlagen bei dem Bewusstlosen. 31.05. Sturz unter C2, akut reduzierter AZ damalig. Also heute schon. Heute. Die helfen denen ja. Ja. Der Patient ist also erst vorhin aus dem Krankenhaus gekommen. Dort war er wegen einer Alkoholvergiftung. Ja, wie viel hat er denn ungefähr getrunken? Das war die erste. Das wäre okay gewesen. Die zweite war scheiße. Wir können aus dem Arztbrief und der Aussage des Freundes, dass er heute eine größere Menge Alkohol konsumiert hat und nachdem er aus dem Krankenhaus vor wenigen Stunden entlassen wurde, er sich erstmal eine Flasche Schnaps gekauft hat und dann eben einen Liter Schnaps getrunken hat. Der Notarzt hat den Mann in die stabile Seitenlage gebracht und überwacht seine Vitalfunktionen. Sein Freund pöbelt weiter, trotz Polizei. Jetzt schwätzt er wieder. Es fällt immer ein Stein vom Herzen, der bewusstlose Patient sich bewegt und im Verlauf auch mit uns redet, weil dann wissen wir, schon mal die größte Angst bzw. Gefahr ist weggebannt. 1, 2 und rüber. Jetzt bleib doch einfach mal ein bisschen weg. Danke. Vielen Dank euch, ja. Ciao. David und Michael bringen den Patienten in den Rettungswagen. Der erneute extreme Alkoholkonsum hat den Körper des Mannes überfordert. Also es ist relativ klischeehaft eindeutig, es ist ein Alkoholiker. Aber genau muss man jetzt erst noch mal schön untersuchen und dann fahren wir auf jeden Fall ins Krankenhaus. Ist aber nicht bedrohlich jetzt erstmal so, wie er liegt. Ist alles gut. Noch irgendwelche anderen Wünsche aus einer Sättigung? Nö, zum Bewachen? Nein, schnell von mir. Ich würde noch aus freundschaftsdienstlichen Zugang legen und ein bisschen Jono reinlaufen lassen und abstecken. Wir haben den Patienten in den Rettungswagen gebracht. Dort haben wir eben noch einen intravenösen Zugang gelegt, ihn an den Monitor noch mal angeschlossen, dass wir eben Überwachung für den Patienten haben. Und er hat ein bisschen Flüssigkeit bekommen, dass eben der Alkohol im Blut auch verdünnt wird und auch die Ausscheidung angeregt wird. Die Rettungskräfte ahnen nicht, dass ihr Einsatz noch lange nicht beendet ist. Hey, wunderbar. Denn plötzlich. Wo denn? Warte mal schön. Da hat wohl jemand irgendwo eine Panikattacke. Ich geh mal gucken. Die Ereignisse überschlagen sich. Michael muss allein zum zweiten Patienten. Bekommt er die Situation unter Kontrolle? Hätte gleich doppelt gebraucht. Die beiden wollen gerade einen stark alkoholisierten Mann abtransportieren, als sie auf einmal von zwei aufgebrachten Frauen gerufen werden. Ein Mädchen hat eine schlimme Panikattacke. Wo denn? Wo da hinten? Haltestelle. Unten. Ach, an Bushaltestelle. Also gerade wenn man an öffentlichen Plätzen steht, kann es immer wieder dazu kommen, dass halt sich zwei Ereignisse halt parallel entwickeln, beziehungsweise dann auch Leute auf uns zukommen, um halt einfach dann irgendwelche Hilfeersuche dann an uns herantragen. Hallo. Was ist denn los? Ich hatte eine Panikattacke. Kennen Sie sie? Ja, von unserer Hochschule. Die hatten da jetzt zu viel mit dem Mann. Wir hatten jetzt keine Tüte da vielleicht sitzen. Okay. Hörst du mich? Guck mich mal bitte an. Komm, mach mal das Haar aus dem Gesicht. Mach mal die Augen auf. Was ist los? Versuch mal mit mir zu sprechen. Ganz locker. Und schnauf ganz locker. War alles gerade ein bisschen stressig? Okay, pass auf. Ich gebe dir jetzt mal einen Handschuh, wenn ich noch einen habe. Und da musst du jetzt mal so ein bisschen reinschnaufen. Nimm den mal in die Hand. So. Und versuch dich mal ein bisschen zu beruhigen. Kennst du das, dass ich dich anleite mit dem Atmen?
Langsam atmen. Einatmen und ausatmen. Das Wichtigste ist, die Patienten zu beruhigen und sie dann auch anzuleiten, dass sie nicht mehr so schnell atmen. Und am besten ist es immer mitatmen, also das heißt vormachen, einatmen, bisschen die Luft anhalten und dann langsam wieder ausatmen. Wenn das nicht hilft, muss man die Patienten in eine Tüte rückatmen lassen. Das bedeutet, die Patienten atmen in eine Tüte ein und auch die Luft in dieser Tüte wieder aus, sodass dieses zu viel abgeatmete CO2 dann halt wieder rückgeführt wird. So, ganz locker. So, perfekt. Jetzt nimm mal das wieder weg, schnauf mal ein bisschen einatmen, kurz anhalten und langsam ausatmen. Nach und nach beruhigt sich die junge Patientin. Doch was war der Auslöser der Panikattacke? Im Verlauf von der Atemanleitung bei der Patientin haben mir dann auch die umstehenden Freundinnen und die Betreuerin mitgeteilt, dass das wohl aufgrund dieser ganzen Stresssituation, die sich da am Hauptbahnhof halt abgespielt hat, dazu entwickelt hat, dass sie halt in diese Hyperventilation reingekommen ist. Und dann habe ich versucht, da weiter drauf einzuwirken, sodass ich ihr auch erklärt habe, dass die Situation natürlich erstmal bedrohlich aussah, aber halt dann jetzt im Nachgang gar nicht so schlimm ist, weil es dem Patienten auch gut geht, was der Patientin dann auch geholfen hat, wieder aus dieser Hyperventilation rauszukommen. Offenbar hat der bewusstlose Mann auf der Straße das Mädchen zutiefst schockiert. David kann das durchaus nachvollziehen. Für uns ist es auch sehr, sehr traurig zu sehen. Wir wissen nicht, was zu diesen Zuständen geführt hat, dass der Patient eben jetzt auch so in dieser Lage ist, in der er ist, dass er eben so viel Alkohol auch konsumiert. Wir wissen einfach nie, was für Schicksale dahinter stecken und was den Leuten passiert ist, dass sie die Leute sind, die sie jetzt sind. Mit der Infusion hat sich der Zustand des Patienten erst einmal stabilisiert. Ich würde mich verabschieden von ihm, aber also du merkst schon, mir fällt es schwer. Ich habe da irgendwie jetzt emotional doch eine Beziehung aufgebaut. Ja, verstehe ich. Dennoch muss der Mann zur Überwachung in eine Klinik. Doch was ist mit der zweiten Patientin? Müssen die Rettungskräfte Verstärkung anfordern? Ist es jetzt wieder ein bisschen besser? Okay, super. Meinst du, ich kann dich jetzt mit deinen Freunden hier alleine lassen? Kann gehen? Bist sicher? Okay. Der Zustand der Patientin hat sich relativ schnell gebessert, sodass ich dann auch immer weiter mit ihr kommunizieren konnte. Und dann habe ich sie im Verlauf gefragt, ob sie denn jetzt alleine zurechtkommt, beziehungsweise ob sie mit ihren Freundinnen und der Betreuerin dann den Weg nach Hause antreten kann, was die Patientin dann auch bejaht hat. Und für mich war das in Ordnung, weil die weitere Beruhigung konnte dann auch durch die Freundin bzw. Betreuerin übernommen werden. Ich wünsche dir alles Gute, ne? Mit seiner ruhigen Art hat Michael dem jungen Mädchen durch die Panikattacke geholfen und konnte so Schlimmeres verhindern. Im Rettungswagen ist inzwischen alles bereit zur Abfahrt. Hallo. Lebt sie wieder? Ach, Mensch du, ich sag dir, wenn ich heute nach Kilometern Geld gezahlt werden würde, ich wäre reich. Kann man fahren? Ja. Einen solchen Einsatz erleben die Lebensretter nicht alle Tage. Wir fahren jetzt noch mal ins Krankenhaus mit Ihnen, gell? Das war ein bisschen viel. Für den alkoholisierten Mann ist es die zweite Krankenhauseinweisung innerhalb weniger Stunden. Also das ist ein Patient, der ist vor circa einer Stunde aus dem Krankenhaus entlassen worden. Aus dem Krankenhaus, wo wir ihn jetzt auch wieder hinbringen. War da schon wegen einer Alkoholintoxikation. Und ja, und soll man sagen, hat es nicht lange ausgehalten. Im Krankenhaus bleibt der Mann so lange unter Beobachtung, bis für ihn keine akute Gefahr mehr besteht. Doch möglicherweise wird dies nicht sein letzter Aufenthalt hier gewesen sein. Auf Dauer kann ihm wohl nur ein Alkoholentzug und eine anschließende Therapie helfen, von seiner Sucht loszukommen. Ja gut. Dennoch lieben sie ihren Job. Und an diesem Tag gibt es für Michaels jungen Kollegen sogar etwas zu feiern. David hat heute Geburtstag. Das ist ja immer ein Fest. Ja? Wenn jemand bei uns Geburtstag hat, ist das natürlich immer schön. Die ein oder andere Überraschung könnte schon noch auf ihn warten. Das Geburtstagskind selbst hat jedoch keine besonderen Erwartungen. Ich bin heute 25 geworden. Und ja, letztendlich ist es auch nur ein Geburtstag, ist einfach ein weiterer Tag im Jahr. Und wenn man halt arbeiten muss, muss man arbeiten.
kommt man halt nicht drum rum. Und ich hätte mir normalerweise schon freigenommen, weil es in Ferien, Feiertage waren jetzt gerade. Da haben die meisten Leute auch frei, aber wenn man eh nicht feiern kann, brauche ich auch nicht freinehmen. Und dann ist ja auch so. So sehe ich wenigstens auch viele Leute auf der Wache und feiere dann quasi beim Arbeit meine eigene kleine Party. Und das ist dann sogar noch legal. Deswegen gibt es Schlimmeres. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zu viele Menschen. Ich hasse Menschen. Ja, siehst du, das ist nämlich vielen das Dank. Große Nein, Problem. Vielen Dank. Dass David ja eigentlich immer Abstand braucht. Ja? Er tut ja immer nur so, als ob er so der Liebevolle wäre. Aber an sich kann der Menschen gar nicht brauchen. Nee, vor allem dich nicht. Ja. Und das ist genau das. Das ist das, was uns verbindet. Ja? Mich hat das jetzt massiv Überwindung gekostet, überhaupt mal näher als 20 cm an ihn ranzugehen. Und ihn, dass er mich an sich ranlässt. An den typischen Sticheleien zwischen den beiden ändert eben auch ein Geburtstag nichts. Auf ihren Einsätzen ergänzen sie sich dafür hervorragend. Jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Wie gut die zwei als Team funktionieren, müssen sie schon kurz darauf unter Beweis stellen. Auf der Wache geht ein neuer Notruf für Michael und David ein. Einsatz, Stuttgarter Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof kommt es fast täglich zu Zwischenfällen. Nicht selten im Zusammenhang mit Drogen- oder Gewaltdelikten. Also, wir haben jetzt einen Einsatz am Hauptbahnhof bekommen. Da ist eine bewusstlose Person gemeldet. Aber die Örtlichkeit ist noch nicht so ganz so klar. Deswegen müssen wir erst mal geschwind noch abwarten, bis wir eine richtige Örtlichkeit von der Leitstelle bekommen. Möglicherweise schwebt der Patient sogar in Lebensgefahr. Ihn in den verzweigten Passagen erst suchen zu müssen, kostet wertvolle Zeit. Wir gehen jetzt direkt in die Bahnhofshalle. Als wir unser Einsatzfahrzeug geparkt hatten, wurden wir auch schon von dem Sicherheitsdienst, der dort unten zuständig ist, empfangen. Für uns ist sowas immer praktisch, wenn uns Einweiser zur Verfügung stehen, beziehungsweise dann auch dementsprechend mehrere Einweiser zur Verfügung stehen, die uns dann den Weg leiten können. Zeitgleich trifft auch Notarzt Dr. Robert Enzensberger ein. In besonders ernsten Fällen wird er gleich mitgeschickt. Also es ist eine bewusstlose Person gemeldet, dann nehme ich jetzt erstmal alles mit. Einfach, dass wir halt, hi, dass wir auf alles vorbereitet sind. Ja, da war schon ein Mitarbeiter von der Bahnsicherheit. Dank des Einweisers finden sie den Patienten schnell. David und Michael trauen ihren Augen kaum, als sie sehen, wer es ist. Der Patient hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das ein bekanntes Gesicht war. Es war nämlich ein Freund von dem Patienten, den wir schon vor ein paar Tagen hatten. Da hatte er mit seinem aggressiven Verhalten die Arbeit der Einsatzkräfte massiv gestört. Halt! Nee, nicht anlangen. Kommen Sie mal bitte ein Stückchen zurück. Jetzt braucht er selbst Hilfe. Michael warnt den Notarzt lieber vor. Beim letzten Einsatz von uns hat er so ein bisschen Kung-Fu-Moves gemacht, aber nicht bösartig. Ah, sehr gut. Ja, ungezielt. Hallo, mein Freund, wie geht's dir? Nichts Tablette, nichts Alkohol. Alkohol, ja. Heute viel Alkohol? Okay. Willst du mal hinsitzen? Magst du dich mal hinsetzen? Ja. Komm, schlafen ist hier ein bisschen. Setz dich mal hin. Komm mal her, mein Freund. Und jetzt rutsch mal nach hinten. So ist schon besser. Oh, sorry, keine Pumpe. Was ist los? Erzähl mal. Nichts. Du musst schön wach bleiben. Erzähl und mit uns reden. Der Mann ist verzweifelt, obdachlos und offenbar, genau wie beim letzten Einsatz, stark alkoholisiert. Eine gefährliche Kombination. Gerufen. Wie sich zeigt, hat der Mann nur geschlafen. Notarzt Dr. Robert Enzensberger versucht, mehr über seinen Zustand zu erfahren. Was ist los? Erzähl mal. Nichts. Du musst schön wach bleiben und mit uns reden. Wie sich herausstellt, ist der offenbar obdachlose Mann stark alkoholisiert. Nicht zum ersten Mal. Erst vor ein paar Tagen hatten David und Michael schon einmal mit ihm zu tun.
Kannst du? Laufen? Okay, keine Probleme. Doch Problem, weil wir können dich so nicht hier lassen. Du musst gucken, dass du alleine weiterkommst. Kurwa. Ja, Militär, Polizei, Kurwa. Ja. Aber Afghanistan, schneller als weiter. Ja, ich weiß, aber. Ja? Beim letzten Aufeinandertreffen hat der Mann mit seiner unberechenbaren Art die Arbeit der Rettungskräfte behindert. Auch dieses Mal scheint er von dem Einsatz wenig begeistert zu sein. Ich muss kurz messen. Blutdruck messen. Nichts messen. Doch. Wir müssen einmal, pass mal auf, wir müssen einmal Blutdruck messen am Arm und wir machen einmal einen kleinen Peak Blutzucker. Okay, okay. Super. Keine Probleme. Ja. Kurwa, ein Militär, Kurwa. Bei starkem Alkoholkonsum kann es zu einer Unterzuckerung kommen. Häufig ist sogar Diabetes die Folge. Die Blutzuckermessung lässt der Patient ohne Murren über sich ergehen. Dann allerdings. Was ist das? Oh, schlupf mal kurz hier raus. Wir machen einmal. Ja, komm mal. Ist nicht schlimm, nur aus dem einen Arm von der Jacke, dass wir einmal messen können, okay? Mal kurz, ich helfe dir schon. Einmal, wir helfen kurz, okay? Kein Problem. Also der Patient hat erst so einen verschlossenen Eindruck gemacht, da ist er auch verständlich. Er wird in der Regel eigentlich nur von den Plätzen halt weggejagt und wahrscheinlich dann auch nicht immer direkt auf die netteste Art und Weise. Und als er dann aber gemerkt hat, dass der Notarzt wirklich ganz normal mit ihm reden möchte und einfach mit ihm sich unterhalten möchte, ist er dann auch schnell offener geworden und hat dann auch die dementsprechenden Antworten, die wir gebraucht haben, gegeben. 120. Okay, gut. Gesund. Möglicherweise hat der Mann nur zu viel getrunken und ist eingeschlafen. Doch die Rettungskräfte müssen sicher gehen, dass nicht noch mehr dahinter steckt. Schau mich mal an. Auge auf. Nichts Narkotik. Ein bisschen Alkohol? Alkohol, okay. Mehr als sonst? Nein. Wie immer, oder? Alkohol wie immer. Tut dir irgendwo was weh? Irgendwo hingefallen? Okay. Durch die Untersuchung des Notarztes haben wir dann relativ schnell feststellen können, dass der Patient keine Hilfe braucht. Und so ging es lediglich darum, für uns festzustellen, ob der Patient verkehrsfähig ist und seinen Weg dann selbstständig fortsetzen kann, beziehungsweise dann in die Obhut der Polizei übergeben wird. Tja, was machst du für einen Druck? 120er Druck. Und 136er Zucker. Haltet langsam. Oh. Langsam. Ja. Super. Ziehst du die Jacke noch an, mein Freund? Die Jacke noch. Guck mal, warte. Schau mal einmal. Komm mal Arm nach hinten, schlüpf mal rein. Durch die freundliche und hilfsbereite Art des Notarztes fasst der Patient Vertrauen. Er ist bereit, mehr über sich und seinen Gesundheitszustand zu erzählen. Dir geht es gut, ja? Ja. Epilepsie? Nein. Wann hast du das letzte Mal Anfall gehabt? Wodka. Nicht Wodka, ohne Wodka schlecht. Hier konnte man wirklich sehr gut sehen, wie der Notarzt auf den Patienten eingegangen ist und sich auch tatsächlich wirklich für ihn interessiert hat. Also das hat man auch gemerkt, was er ihn alles gefragt hat. Er hat ihn auch wirklich über das Medizinische hinaus dann Sachen gefragt und wollte da auch Informationen haben, einfach. Ja, weil Interesse da war. Und sowas ist dann wirklich mal schön anzusehen, dass man auch mit jedem, egal wie, egal was für ein Problem der Mensch hat, dann auch dementsprechend gut kommunizieren kann. Komm, wir gehen mal hoch. Hoch? Willst du hier bleiben? Dann setz dich hin. Alles okay. Ja? Thank you very much. I'm sorry. Du darfst halt nicht hier schlafen. Du darfst nur nicht hier schlafen, okay? Du darfst nur nicht hier schlafen, ja? Sonst die Leute... Ich schlafe, du. Ja. Aufgrund dessen, dass der Patient doch recht alkoholisiert war, können wir ihn ja nicht einfach so gehen lassen. Der normale Werdegang ist einfach, dass wir uns da die Polizei dazu holen müssen. Die Polizei dann letztendlich auch die Verkehrsfähigkeit feststellt, in Absprache mit dem Notarzt. Und dann überlegt wird, was gemacht wird. Unter Umständen kommt der Patient dann in die Ausnüchterungseinheit von der Polizei. Eine Aussicht, die dem Obdachlosen sicher nicht gefallen dürfte. Wie wird er auf die anrückenden Beamten reagieren? In dem Fall war es jetzt so, dass dann
plötzlich relativ viel Polizei vor Ort war. Es hat sich aber relativ schnell geklärt, warum. Die eine Streife war zu uns unterwegs und die andere war auf einer Routinepatrouille und ist dann quasi zeitgleich mit der anderen, bloß hat aus der anderen Richtung eingetroffen. Und wir waren aber kurz überrascht von so viel Polizeipräsenz. Gib mir nochmal deine Dokumente. Nach der doppelten Streife können auch die Rettungskräfte abrücken. Ein medizinischer Notfall liegt nicht vor, auch wenn der Alkoholkonsum des Mannes sicher kritisch ist. Er trinkt Alkohol, ja, aber er ist jetzt nicht so betrunken, dass er jetzt für uns einen Krankenhaustransport rechtfertigen würde. Das heißt, jetzt übernimmt es die Polizei, die guckt, ob er verkehrsfähig ist. Wenn er nach ihrer Auffassung verkehrsfähig ist, darf er auch da bleiben, was er halt auch immer machen möchte. Wenn nicht, wird er halt zur Ausnüchterung ins Gewahrsam mitgenommen. Die Lebensretter haben ihren Teil dazu beigetragen, dass der Patient so ruhig geblieben ist. Allen voran Notarzt Dr. Robert Enzensberger. Das sind natürlich Patienten, die einfach auch von der Grundstimmung viel mitgemacht haben. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn man mit denen sehr freundlich umgeht und die sehr freundlich anspricht, dann sind die meistens auch freundlich zu einem selber. Da kommt man oft weiter, wenn man da sehr bestimmt und sehr fordernd so erstmal auftritt. Er war jetzt von Anfang an, ich habe ihn freundlich angesprochen, er war mir freundlich zugewandt. Ja, hat sich dann auch entschuldigt, dass er uns Geschäft gemacht hat. Die Gründe, warum Menschen in diese Situation reinkommen, sind oftmals viel, viel tiefer, als man sie im ersten Moment irgendwie aufnehmen kann. Und in letzter Konsequenz, ich bin als Notarzt da, um den Patienten zu behandeln. Und für mich ist jeder Patient gleich, tatsächlich. Und ich bin auch, glaube ich, dafür da, dass ich da keine Wertung vornehme. Und es wird oft auch, dass diese Patienten, die riechen mal unangenehm, die sind vielleicht auch mal ein bisschen ruppig im Umgang. Und die werden dann oft auch in eine Ecke gedrängt, wo man sie gar nicht haben möchte. Und die werden oft dann auch, vielleicht wird auf das medizinische Problem gar nicht so geschaut. Und deswegen versuche ich es bei denen einfach bewusst zu machen. Ich versuche das medizinische Problem mir anzuschauen und keine Wertung vorzunehmen. Was ist das Grundproblem von diesem Patienten? Diese Herangehensweise ist angesichts des hektischen Alltags der Lebensretter, wo oft jede Sekunde zählt, gar nicht hoch genug zu bewerten. Haben gerade eine kurze Auszeit. Heute ist allerdings kein gewöhnlicher Tag, denn David wird heute 25 Jahre alt. Seine Kollegen haben sich daher etwas Besonderes für ihn überlegt. Okay, seid ihr bereit zum Inhalieren? Zu seinem Ehrentag bekommt David gleich ein eher ungewöhnliches Ständchen zu hören. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber David, zum Geburtstag viel Glück. Warte, Corona-konform. Vielen Dank euch, ihr seid zu goldig. Ja, was soll ich mit so vielen Luftballons machen? Pass auf, wenn er jetzt noch einen nimmt, dann hebt er ab. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich immer über Essen, über nette Menschen und Glückwünsche. Also von dem her mega schön. Ich habe damit gar nicht gerechnet, von dem her sehr schön. Und David ist nicht der Einzige, der Süßes mag. Michael, starrst du auf die Waffe? Was ist mit dir los? Ja, ich will endlich ein. Ja? Danke. Warte, die Kerze kriegst du wieder. Nee, die kannst du behalten. Ich will aber keine Kerze. Muffins? Ja, jetzt kriegst du, jeder kriegt ein Stück vom Kuchen, ja? Mit 16 Jahren ist David zum Deutschen Roten Kreuz gekommen. Die jetzige Wache ist seine vierte Station. Doch solche Kollegen sind einmalig. Hi, der Bimbam. Da freue ich mich aber richtig, dass ich hier so am Geburtstag überrascht werde. Und so schön. Helium für Ballons ist zwar nicht giftig, doch wenn es zu lange oder zu oft hintereinander eingeatmet wird, kann es unter anderem zu dauerhaften Lungenschädigungen kommen. Ich weiß gar nicht, warum du hier. Das bringt bei mir nichts. Ja, du musst halt tief atmen. Auf Lunge ziehen. Ich kann gar nicht so viel reden, wie ich eigentlich lachen wollen würde. Hallo, mein Name ist Donald Duck. Ein paar Züge sind allerdings harmlos. Und auf der Wache sind David und Michael ja in besten Händen.
Kurz darauf ist es vorbei mit der ausgelassenen Stimmung. Die Lebensretter müssen erneut ausrücken. Höchste Prioritätsstufe. Auch ein Notarzt ist angefordert. Wir sind jetzt alarmiert worden als Notarztwagen zu einem Krampfanfall am Stuttgarter Hauptbahnhof bzw. an der S-Bahn-Haltestelle dort. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Polizei vor Ort ist, weil der Notruf kam über die Polizei. Und da müssen wir jetzt halt mal schauen. Ein Krampfanfall kann verschiedene Ursachen haben. Es kann unter anderem eine bekannte Epilepsie sein. Es kann aber auch eine Folge von einem Sturz oder von einer anderen Erkrankung sein. Das Krampfgeschehen an sich ist ein gefährlicher Zustand, weil die Patienten in der Zeit nicht atmen. Es geht Gehirnzellen kaputt durch die Sauerstoffunterversorgung und auch durch die Verletzungsgefahr während des Krampfanfalls ist sehr hoch. Unter Umständen besteht sogar Lebensgefahr. Nur 2 Minuten später haben Michael und David den Hauptbahnhof erreicht. Zu einem Krampfanfall nehmen wir jetzt alles mit, weil wir nicht wissen, was da unten los ist und die Wege einfach sehr weit sind. Zeitgleich mit dem Rettungswagen treffen auch Notärztin Dr. Doreen Schlesinger und ihr Team am Einsatzort ein. Ein Mitarbeiter weist sie ein. Hier aus Rettungsstation unten haben sie euch gesagt, oder? Ja. Also gerade in den unterirdischen Verkehrsanlagen ist oftmals das Problem, wir können halt nur oben irgendwo hinfahren und müssen dann über Rolltreppen, Aufzüge 200 Mal laufen und sich andere Zugänge suchen, bis wir dann überhaupt mal am Bahnhof sind. Also wir mussten da über 3 Ebenen. Die Zeit, die wir halt vertun, bis wir beim Patienten sind, ist halt auch eine Möglichkeit, dass der Patient halt in dem Moment auch schwerwiegende Schäden erleidet. Und im allerschlimmsten Fall ist der Patient in einem Reanimationsstatus. Und je länger die da sind, desto weniger Chancen haben wir auch, die Patienten wiederzubekommen. Um den Patienten hat sich bereits eine Menschentraube gebildet. Grüß Gott. Platz machen. Einfach ein Stückchen weiter. Ein Polizist gibt den Rettungskräften erste Informationen. Das war ein epileptischer Anfall. Er hat auch schon ein Medikament genommen. Und er hat vorne seinen Rucksack. Und er ist aufs Gesicht gefallen und hat da vorher noch Schmerzen. Aha. Okay. Er war, glaube ich, für 5 bis 10 Sekunden war er nicht ansprechbar. Auch jetzt noch wirkt der Patient sehr benommen. Hat er sich bei dem Anfall ernsthaft verletzt? Hatte einen epileptischen Anfall und ist aufs Gesicht gestürzt. Er ist zwar wieder bei Bewusstsein, wirkt aber orientierungslos. Die Rettungskräfte sind auf Hilfe von Augenzeugen angewiesen. Genau, Sie waren zuerst da? Wunderbar, was ist denn genau passiert? Er ist wohl aus dem Stand einfach umgefahren, auf dem Gesicht gelandet, deswegen eine kleine Schramme an der linken Wange. Okay. Und dann kompletter Körper gezuckt? Nein, gar nicht. Er hat nicht tonisch gekämpft, gar nicht. Er war nur 5 bis 10 Sekunden nicht ansprechbar. Okay, perfekt. Hat halt typischerweise einfach ein paar Minuten gedauert, bis er wieder klar ansprechbar ist. Okay. Währenddessen startet die Notärztin umgehend mit den ersten Untersuchungen. Können Sie einmal die Jacke ausziehen, genau. Blutdruck messen und ein EKG schreiben? Der Mann ist ansprechbar. Aber er scheint noch nicht zu begreifen, was um ihn herum passiert. 130. Wie oft haben Sie denn Anfälle? Die Notärztin hat mit dem Patienten gesprochen. Das ist dann auch immer noch mal eine gute Möglichkeit, herauszufinden, wie orientiert ist der Patient, um dann halt nachher auch das weitere Vorgehen zu planen. Erst einmal ist wichtig, ihn weg vom Bahnsteig in den geschützten Bereich des Rettungswagens zu bringen. Stuhl oder wie bist du raus? Stuhl wäre schon sinnvoll. Stuhl, okay. 6-3. Dann gehe ich einmal einen Stuhl holen. Soll ich, kann ich blau mitnehmen? Ja. Warte mal. Ich glaube, der Herr will nicht. So wie es jetzt darstellt, will auch wohl kein Krankenhaustransport. Deswegen müssen wir jetzt einmal schauen. Deswegen warte ich noch, bis ich einen Abtransport vorbereite. Ich muss schon den Zucker messen. Dazu muss ich sie kurz den Finger stupfen. Ist okay? Aber ganz einverstanden ist der Mann mit dieser Behandlung nicht. Halt, Moment. Aber Zucker messen muss ich trotzdem. Und das wäre jetzt blöd, wenn Sie einfach abhauen. Ja. Ja? Weil wir müssen ja schon erstmal nach Ihnen gucken. Das ist halt so beim Krampfanfall. Sie sind ja jetzt gerade bewusstlos gewesen. Ja, jetzt lassen Sie mal kurz ein bisschen Zeit. 68. Also, der Zucker ist auch sehr knapp. Ich würde Ihnen jetzt einen Venenzugang legen und Ihnen den Zucker geben. Halt, langsam. Bleiben Sie bitte mal hier. Wir würden geschwind das Blutdruckmessgerät einmal abmachen. Nicht, dass uns damit wegrennen.
Wollen Sie sich einmal bitte schon hinsetzen? Nein, jetzt lass jetzt mich bitte heimgehen. Wollen Ihnen nur helfen? Warten Sie mal bitte schön. Danke, nein. Ich muss jetzt da. Mitnehmen? Dann ist okay. Ja, also dann bleibt hier. Nein. Nee, bleibt hier. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, dass der Patient wirklich auch eigenständig seinen Weg fortsetzen kann. Und deswegen hat die Polizei ihn dann auch auf unser Bitten hin aufgehalten und dann wieder zur Bank begleitet. Sind Sie so gut? Wir wollen Ihnen ja nur helfen. Das ist jetzt nichts, was wir Böses machen. Aber Herrgott, sag! Hören Sie mal zu. Wie war Ihr Name nochmal? Bitte, sagen Sie mir Ihren Namen nochmal. Herr Sie hatten einen Krampfanfall, Sie kennen das. Das ist alles richtig. Aber trotzdem, Sie wissen auch, dass Sie nach einem Anfall noch nicht richtig auf der Höhe sind. Und deswegen müssen wir nach Ihnen gucken. Wir sind einfach gezwungen dazu, ohne Sie jetzt irgendwie beleidigen zu wollen oder sonst irgendwas. Aber das muss jetzt einfach sein und die Zeit müssen Sie sich leider Gottes nehmen. Fertig. Mehr nicht. Ja? Michaels freundliche, aber bestimmte Ansage zeigt Wirkung. Der Patient lässt sich untersuchen. Möglicherweise hat er sich bei dem Sturz aufs Gesicht Verletzungen zugezogen, die er in seinem momentanen Zustand noch gar nicht bemerkt. Und hier rum? Auch keine Schmerzen? Nein. Okay, gut, danke. Ich rate Ihnen vehement davon ab, alleine nach Hause zu fahren. Ich kann Sie aber nicht zwingen und nicht gegen Ihren Willen mich nehmen. Ja? Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht mitwollen? Der Patient hat sich zu jedem Zeitpunkt vehement geweigert, uns ins Krankenhaus zu begleiten. Und er war auch nicht von seiner Meinung abzubringen. Mit einem schlechten Gefühl müssen ihn die Einsatzkräfte also gehen lassen. Ciao. Doch plötzlich, der Mann kollabiert. Michael kann ihn gerade noch auffangen. Ein weiterer Krampfanfall? Station. Der Mann war bewusstlos und ist aufs Gesicht gestürzt. Doch er weigert sich, ins Krankenhaus zu fahren. Als er gerade gehen will, wird er plötzlich erneut ohnmächtig. Michael kann ihn gerade noch auffangen, bevor er mit dem Kopf auf den Boden schlägt. Auch das restliche Team reagiert sofort. Es war für uns alle, glaube ich, so eine kurze Schrecksekunde, weil wir einfach damit gar nicht mehr gerechnet haben. Klar wissen wir, was zu tun ist und dementsprechend konnten wir dann auch wieder relativ schnell in unser Notfallversorgungsschema umswitchen und den Patienten halt dann schnell behandeln. Kannst du mir die Infusion geben, bitte? Ja, natürlich. So. Okay. Einmal oben drüber. Ja. Der ist immer wieder weg. Wie wäre denn jetzt mal, wenn du mal nach dem Transport guckst? Ich muss mir mal schön den Aufzug anschauen. Bitte hier mal Tücher. Haben wir schon hinter dir. Das ist für uns auch immer sehr schön zu sehen, dass einfach inzwischen auch die Mitarbeiter zum Beispiel von der Deutschen Bahn sehr sensibilisiert wurden, wie man sich eben in Notfallsituationen verhalten muss. Wir hatten oben direkt einen Einweiser, der uns zum Patienten gebracht hat. Das heißt, wir wussten, wo wir hin müssen. Dann kam auch noch eine Schaffnerin und hat neben eine Decke mitgebracht, dass wir den Patienten auch von neugierigen Blicken abschirmen können, dass wir einfach so eine gewisse Barriere haben und die ganzen Gaffer nicht mehr schauen können. Dass der Patient allein nach Hause gehen kann, ist nach dem zweiten Anfall ausgeschlossen. Er muss in eine Klinik. David bereitet schon einmal den nicht ganz einfachen Transport vor. Also ist die Lage schon etwas ernster, weil der Patient jetzt schon mehrfach gekrampft hat. Und wir einen relativ bescheidenen Transportweg haben. Also den Patienten aus der S-Bahn rauszukriegen, geht halt nur tragend. Und ist halt schon eine relativ weite Strecke. Also der Patient hat eine bekannte Epilepsie und hat jetzt schon zweimalig beobachtet, gekrampft. Was halt auch wahrscheinlich macht, dass er auch im Verlauf nochmal krampfen kann. Also so eine Epilepsie kann schon massive Folgeschäden nach sich ziehen, ja, definitiv. Die Notärztin hat den Krampfanfall mit Medikamenten gelöst. Doch der Mann ist extrem erschöpft. Selbst laufen kann er so schnell nicht. So, jetzt drehen Sie sich bitte mal zu mir. Genau, wir müssen ein kleines Stückchen nach oben. Eins, zwei, drei. So. Dann eins, zwei.
zwei, drei. Und Abmarsch. Achtung! Junge Frau, Achtung! Auf den Weg. Zwei Beamte haben uns dann natürlich auch den Weg durch den Bahnsteig freigemacht, weil eben sehr viele Leute da waren. Es ist Berufsverkehr, Rush Hour. Und die Leute gehen dann halt auch nicht immer freiwillig aus dem Weg. Und die Polizei hat uns dann noch beim Hochtragen geholfen. Also wir haben mit ans Tragetuch angepackt. Doch auch mit vereinten Kräften ist es ein hartes Stück Arbeit, den Patienten sicher in den Rettungswagen zu bringen. Anstrengender Einsatz. Da schnauft es sich einfach nicht so geschickt. Und zwar doch recht weit zu tragen jetzt. Aber der Patient hat jetzt ein Medikament bekommen, was diese Krampfanfälle durchbricht bzw. verhindert, dass nochmal welche auftreten und einfach seine Vitalparameter beobachtet. Patienten, die viele Krampfanfälle bekommen, also immer bei Krampfanfällen geht auch die Hirnzelle, also Gehirnmasse kaputt. Aber das kann ein junger Patient eigentlich ganz gut kompensieren. Also er wird jetzt direkt keine Folgeschäden davon tragen, weil er sich auch nicht dabei verletzt hat jetzt erneut. Der Anfall selbst dauert nicht lang, oft nur wenige Sekunden. In der Regel ist er nach höchstens 2 Minuten vorbei. Doch er ist extrem anstrengend für den Patienten. Müde. Können Sie sich daran erinnern, was jetzt noch mal passiert ist? Haben Sie das gemerkt, bevor es losging? Gar nicht. Sehen Sie, und genau das war der Grund, warum wir Sie von Anfang an halt mitnehmen wollten, ne? Weil man sowas halt nie ausschließen kann. Was wir jetzt gerade gesehen haben, ist halt einfach so sehr, sehr typisch und auch das Gefährliche an Krampfanfällen. Einfach, dass die Patienten erneut krampfen. Und hier in dem Fall haben wir halt gesehen, der Patient hat direkt noch mal gekrampft. In unserem Beisein zum Glück, bevor er eben nach Hause gegangen ist. Weil wäre er alleine gegangen, hätte es keiner mitbekommen. Oder er wäre irgendwo in der S-Bahn gewesen. Dann hätte es auch wieder eine Zeit lang gebraucht, bis der Rettungsdienst noch mal da gewesen wäre. Es war definitiv gut für den Patienten, dass er in unserem Beisein erneut gekrampft hat, weil wären wir nicht da gewesen, man hat es auch gesehen, er wäre direkt wieder mit dem Gesicht auf den Boden aufgeschlagen, was auch wieder zu sekundären Sturzverletzungen führen kann. 10% der Menschen haben mindestens einmal im Leben einen Krampfanfall. Eine richtige Epilepsie besteht jedoch nur bei etwa 1%. Meist wird sie mit Medikamenten behandelt. Im Krankenhaus angekommen, haben wir den Patienten dann an das Pflegepersonal und die Ärzte übergeben. Die Notärztin hat dann noch die medizinische Übergabe von der Situation gemacht. Und wir haben dann unser Fahrzeug dementsprechend aufbereitet, was hierbei natürlich ein bisschen mehr Zeit und Energie gebraucht hat. Rettungskräfte haben viel Erfahrung im Umgang mit Epilepsie-Patienten. Außenstehende dagegen sind oft erschrocken und wissen nicht, wie sie sich richtig verhalten sollen. Das Verhalten im Krampfanfall ist einfach die oberste Devise, erstmal als Ersthelfer den Patienten vor weiteren Verletzungen zu schützen. Das heißt, vielleicht eine Jacke unter den Kopf legen oder gegebenenfalls Gegenstände wegräumen, Stühle einfach verrücken, Tische verrücken. Und wichtig ist, den Patienten nicht festzuhalten, auf keinen Fall. In der Neurologie des Krankenhauses wird der Patient genauer untersucht. Möglicherweise müssen seine Medikamente neu eingestellt werden, um das Risiko weiterer Krampfanfälle in Zukunft zu minimieren.